So, willkommen zurück zur nächsten nachkommentierten Folge. Ich kann mal wieder nicht reden. Wir Ja. besitzen Gambit. Und Dach. Und wir holen uns jetzt wieder eine blutige Nase im erneuten Versuch, der Polizei zu entkommen, im Hinterhalt. Wo der Lava Und mal wieder nicht fahren kann. generell. Ihr werdet doch relativ schnell erkennen, dass ich fahre, glaube ich. So, und jetzt die Linkskurve. Und zwar ganz knapp die Kurve gekriegt. So fährt man professionell die Kurve. Das ist natürlich immer so. Und so Nächster fährt man Baum. professionell gegen einen Baum. Wie war das mit den Gärtnern oder den Ja, wir Programmierern? haben gerade schon mal. Die Programmierer sind generell immer schuld, wenn ich ein Spiel nicht kann. Das ist einfach so. Wer auch immer diesen Baum dahin programmiert, der steht auf meiner Liste. Wer das kennt von Sheldon Cooper, Big Bang Theory, der hat auch eine Liste mit Todfeinden. Ich habe jetzt auch einen Todfeind und zwar den Programmierer diesen Baumes. Dieses Baumes. Und ich habe auch einen Todfeind, die deutsche Sprache. fand ich gerade mal wieder zum Glück und zum Reden. Ja, das sind wir alle. Die Frage ist, wer kann komplett Da richtig kommt wahrscheinlich ein stimmen? Deutschprofessor. Ich kann sehr korrekt und vernünftig Deutsch reden. Und ich rede immer diesen kleinen Klugscheißer. Ich artikuliere mich sehr gewählt und direkt. Ja. Arschloch. Genau so. Jetzt sind wir wieder am Startpunkt. Muss schön die Kurve kratzen und schön am LKW abbremsen, so macht man das. So fährt man. Und links, genau, links. Oh, ich scheine sogar zu. Ne, jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade Tagesschein zu entkommen. Jetzt ist die Polizei wieder da. Ja, weil der Lava zu blöd zum schnell fahren. Aber die Lücke hat er auch nicht gesehen. Ins Auto gefahren. Immer wenn man so gerade, wie du gerade selber nur baue, war ich kurz danach wieder scheiße. Das ist voll schlimm. Wenn ich mal eine Aktion, eine gute Aktion bringe. Fahren! Ah. What was that jetzt? Ja, du würdest stehen bleiben, damit du I drücken kannst, aber. Ich glaube, da vorne war die Polizei wesentlich schneller. Aber RAM Chassis Pro. Und den hat es gerade schön gegen den LKW gecrashed. Das geht ja auch. Und mich hat es schön gegen den Baum gecrashed. Immer diese Programmierung. Ich habe noch weitere Todfeinde, der diesen Baum programmiert hat. Wahrscheinlich war es sogar dieselbe Person. Ja, Fahndungsstufe geschieden. Nee. Schade, ich habe jetzt gedacht, der ist weg. Nee, ich glaube, das wird wieder nix. Und mal wieder gescheitert. Also zumindest mit der Goldzeit. Ich glaube, ich sag mir jetzt gerade Scheiß drauf, wenn ich probiere, nicht erstmal diese Zeit zu kriegen. Aber das wird nicht so mit dem Tankstellen gehen, fährt. Ja. Aber Tankstellen, so Tankstellen und Bäume sind so meine Todfeinde in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, also was haben wir in Burnout? In Burnout sind Zivilfahrzeuge. Oh, Burnout, weißt du? Ewig im Weg stehenden Autos. Wenn du da oben so in den Bergen durch die Kurven driftest und dir in dieser Scheißkurve immer ein Auto im Weg steht. Am schönsten, wenn du gerade die Paradise-Belohnung mit den Burnouts machen willst. Oder mit dem Stuntrennen. Ja. Immer steht irgendwo einer im Weg. Generell. Ich habe es ja mittlerweile hingekriegt, die Burnouts vernünftig hinzukriegen. Ich habe jetzt irgendwie einen Rekord von 45 Burnouts hintereinander. Ja. Damit kriegt man ja das 20 Burnout Achievement. Eindeutig. Aber das musste aber auch ein bisschen taktischer fahren als einfach nur drauf los und auf Shift-Tasten durchdrücken. Man muss immer genau so schnell nur fahren, dass man genau einen Burnout reinkriegt, aber halt wirklich nur fast genau. Weil dann kannst du auch noch richtig lenken, bist nicht so unkontrollierbar und kannst auch gut ausweichen. Und immer ja, im Gegenverkehr. Passt. Und dadurch habe ich es hingekriegt. Irgendwann hat mich dann trotzdem mein Auto erwischt. Aber irgendwann hilft auch Taktik. Obwohl ich das in der Spielerscheinung nicht so wirklich begriffen habe. Aber. Oh, jetzt sieht es gar nicht schlecht aus, oder? Na. Ja, rechts. Nee. Das wäre ja professionell. Oh. Ja, warum fahren die auch alle so. Ja, genau, in Drift rein. Ab durch die Mitte. Aber da habe ich es mal geschafft, mich hier drin zu verstecken. Und ein Fluchtteil. Ja, das geht auch. Ach genau, jetzt haben wir uns glaube ich da oben hingestellt.
Irgendwo. Oder auch nicht. Schauen wir doch, gerade kommt Bretter zu sein. Vielleicht wird es auch erst das nächste jetzt Mal. Jetzt erst wahrscheinlich. Ja, genau. Zack, jetzt habe ich wenigstens die zweite Puff. Zeit. Ja, aber die Rennreifen wollten wir ja eigentlich hauptsächlich schon mal haben, dann können wir schon besser durchfahren. So. Gucken wir mal. So. Zit. Mal gucken, ob ich das Rennen nochmal neu starte. Oder wie ich es anders mache. Ich schätze mal ja. Oder mache ich erstmal die. Rammchassis müssten wir erstmal reinpacken noch. Ach nee, ich will erstmal driften, glaube ich, wegen den Rennreifen. Jetzt, ach, jetzt wird das wieder so eine Drift-Challenge, wo ja, ich... Ja, ja, ja. Er muss seinen Wagen garantiert reparieren. Das war mit den Driften, ja. Wo er dann erstmal 4, jetzt erstmal schön um den, Ballade. Um den, um die große Statue, um die Siegessäule von Fairhaven driften. Ich hab mich gar nicht gewundert, wie so Fairhaven, ja, ist ja gleich. Also, hat viel Burnout gespielt. Der hat gestartet im Burnout. Ach, Burnout City, die Burnout. Paradise. Paradise City heißt sie, ne? Ja. Dong. Professionell. Heißt, das Spiel heißt ja auch nicht Paradise City, da guckt man irgendwie nicht drauf, dass es Paradise Burnout City Paradise, ja. Und das Lied, was immer zu Anfang gespielt wird, ist ja auch überhaupt nicht so. Donuts. Ich bin auch wieder zum Glück zum Duften. War das das, wo ich dann anfange zu singen? Könnte sein, ja. Wollen wir da mal das Original spielen? Ne, das können wir glaube ich nicht, das ist verhakt, aber... Also auf jeden Fall singe ich hier jetzt, glaube ich. Ja, glaube, doch, stimmt. Du bist immer, wenn es irgendwie solche Sachen gab, hast du immer irgendwie Dünnschiss gemacht. Ich habe nur gesungen. Ah, oh, Mann, ey, das müssen wir eigentlich einspielen, was ich da gesungen habe. Ich glaube, das ist sogar noch da. Wenn wir das noch haben, fügen wir das als Special am Ende der Folge ein. Ja. Und generell ist immer ein Telefon. Ich habe heute schon eine Aufnahme gemacht. Generell, wenn eine Aufnahme ist, klingelt das Telefon. Wir haben vorhin schon spekuliert, es gibt ja das Phänomen, dass Leute irgendwas merken, wenn irgendein Bekannten was Schlimmes passiert und sie dann anrufen. Wahrscheinlich gibt es dieses Phänomen bei Aufnahmen auch. Also immer wenn die Leute merken einfach irgendwo anders, merken, dass jemand aufnimmt und haben einfach den Zwang, dann dort anzurufen. Oder man kommt einfach in die Tür rein. Ja. Man ist von irgendwelchen Dämonen gesteuert, dass man zu dieser Tür reinkommt. Ja, das hatten wir heute schon einmal, das haben wir bei dir öfters mal. Ach, genau. Ja, bei dir das Beste, was meine Eltern vor kurzem gebracht haben. Wir haben ja für Sketchers was aufgenommen. Ja. Schleichwerbung, hier oben der Link. Würde ich dran denken, wirklich einfügen. Wahrscheinlich denke ich eh nicht dran, so wie ich mich kenne. Da haben wir was gedreht und mein Vater fängt an zu bohren. So mitten so. Das war aber dieser supergeil Parodie mit den Audioaufnahmen. Und dann so mitten drin. Und immer nur so, na klasse. Genauso wie. Komm nur so rein. Aber du hättest dir kein ungünstigere Zeitpunkt anschauen können. Genauso wie dieses Musikstück mit dem Staubsauger. Ach ja. In der Band, wo ich früher auch mal gespielt habe, also in Cooker's Chronicles, kann ich ja wohl schlechter machen. Da gab es eine total geile Aufnahme, wo der Staubsauger einfach, wo jemand Staub gesorgt hat, im Haus. Und der ging genau aus, als das Lied anfing. Hat gepasst. Nee, andersrum. Es ging genau am Bereich aus, wo das Musik auch ruhiger wurde. Also passte exakt rein. Man kann ja auch Musik mit Staubsauger machen. Das wäre auch mal eine interessante Richtung. Gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viele. Mit so einem Staubsauger oder so einem Bügeleisen oder so. Wie willst du mit... Na gut, du kannst einige Geräusche mit dem Bügeleisen machen, gut. Aber... Das ist Staubsauger. Also das alles über dieses Dampf von... Ich ja, glaube, ich entwickle mal ein Lied. So Haushaltssong. Bei manchen gibt es ja auch hier, dass man auf so einen Knopf drückt und da Wasser vorne rauskommt. Das meine ich ja, dieses... Ja. Was gibt's oder auch wenn du das Bügeleisen hochhebst, so. Aber es ist ja ziemlich leise. Das könnte man dann noch so für Haushaltsgeräte gut als Mixer. Soll ich gerade sagen, Mixer, Toaster. Toaster, Mixer, fängt sich alles an. Und dann, der Mixer. Kühlschrank, hat auch manchmal Geräusche. Backofen. Backofen. Lüfter. Ja, das ist also ja so Umluft. Das ist einfach nur ein Lüfter. Die Haushaltsband. Nee. Ja.
Oder einfach so Türglocken. Mhm. Ding dong, ding ding, ding dong, ding dong. So nach dem Motto. Oh Mann. Dang. Ja. Weißt du was? Ich kann oder Fahrradglocken. Also diese Fahrradklingel. Weißt du was? Ich wirklich die hässlichste Klingel aller Zeiten finde an Haustüren. Weißt du, das ist ja so ein schönes Ding dong. Mhm. Oder Ding oder was auch immer. Es gibt diese Türklingel, die macht und du denkst immer so, super, so. Ja. Das ist so ein Willkommensgeräusch, wo du dich direkt willkommen fühlst und du denkst so, hau wieder ab, du Arsch. Du hast mich jetzt hier verpisst, ey. Ja. Man fühlt sich einfach direkt geborgen, wenn man klingelt. Ja. Das Schöne ist auch, wenn das so ein Geräusch bestimmt drin im Haus macht. Du wirst die Tür relativ schnell öffnen. Komm raus, du. Sowas als Wecker würde, glaube ich, gut funktionieren. Du musst aber aufpassen, dass du nicht dieselbe Türklinge hast. Ja. Was ist die Tür? Das kenne ich aus einem Buch. Ich glaube, da wurde das mal ein Wecker und dann ging er. Genau, da hat der Wecker geklingelt und er ist ans Telefon gegangen. Und als das Telefon geklingelt hat, irgendwie der Wecker auf den Wecker drauf eingeschlagen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da gibt es doch so einen herrlichen Fall bei den Darwin Awards. Was Darwin Awards ist, weißt du, ne? Das ist ein Award für die dümmsten Tode. Ach so. Und da gibt es einen, der hat heute ein Telefon abnehmen und hat, also der Telefon abgenommen war irgendwie total blau und hat eine Pistole auf dem Nachttisch liegen. Kam irgendwie, hat irgendwie abgedrückt. Warum auch immer. Und denkst du nur so, Ja, kopflos, ne? Oh, ihr habt es geschafft, ihr habt Polizeiverfolgung. Nee, ja. Oder nee, ich hab's nicht geschafft, vor den Polizeiverfolgung geschaut zu. Ja, weil das Driften, das zieht ja die Polizei an. Aber ich habe mich gerade gewundert, wie so zweimal Slam Takedown. Weil ich jetzt kann. Ja, und noch einen Kilometer driften. Mhm. Jetzt drückt sich ein bisschen in der Verfolgung. Ja, wo man so viel sieht. Ach, warum fahre ich denn jetzt mit Detail davor? Ja, das meinte ich ja gerade. Das ist ja Herausforderung pur. Ja, Herausforderung ist auch noch ein bisschen. Das ist eigentlich nur doof eigentlich, aber gut. Es gibt auch andere Herausforderungen, man kann auch ganz anders fahren. Oh, in Burnout kann man mit einigen Autos so richtig gut driften. Ja, ja. Also, bei manchen ist das zwar schon zu extrem, dass du einfach direkt, wenn du fährst, driftest sofort. So gefühlt. Aber macht ja nichts. Das ist zum Beispiel dieses Werbetafeln-Auto, das ich ja habe. Das driftet auch ziemlich gerne. Wie soll das, wenn du angeschlagen bist, sagen? Mhm. Ja. Und das Spiel ist ja ein bisschen realistischer und mit den Autos driften. Ja, obwohl, es gibt auch so Driftmaschinen, so ein Mazda RX5, falls ihr den kennst, diese kleinen. Man kann eigentlich mit jedem driften. Ja. Ist, ja. Handbremse rein und driften. Ja. Obwohl das jetzt vielleicht, muss ja dann nur ganz leicht. Macht auch nicht den Motor kaputt oder so. Oh. Handbremse driften oder so. Ja, musst du nicht. Ja, du musst ein bisschen. Musst ja nicht nur mit der, du brauchst ja noch fast nicht mal mit der Handbremse zu driften. Ja, kannst du ja auch einmal kurz anziehen und dann kannst du einfach, wenn du schräg bist, sie wieder loslassen. Dann kannst du auch, du kannst mit der Bremse driften, ist eigentlich ja schon schwer, glaube ich. Also, wenn man es kann. Ja, wenn es kann, ist sowieso alles einfach. Das ist genauso wie mit dem Schräg. Ich versuch's gerade einfach so Schlaglinie zu fahren, damit du driftest. Ja, das ist natürlich professionelles Drift. Boah, ich drifte die ganze Zeit nicht. Eben. Ich begreife das aber auch irgendwie nicht. Ja, das haben wir dann, glaube ich, jetzt auch gleich gesagt. Ich glaube, da kommt jetzt gleich bestimmt so ein Spruch von dir. Lava, du driftest gar nicht. Ich bin ein bisschen Bahnsteig gefahren. Nee, und drunter. Und hier diese Strecke habe ich auch immer beim genau deswegen gehasst. Da kommt dann, da steht da nachher auch noch ein Auto im Weg. Das ist immer nett. Ja, stimmt. Wenn du eins der Events da hast, dann steht. Ja genau. Dann steht hier vorne einer. Mhm. Wuff. Ja, das sind die schönsten. Und jetzt tanzt das Auto hier. Dun, 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 dancing Queen. Naja. Vorne habe ich nicht heraus, das kommt mit dir nach der Folge jetzt einfach mal hier. Ja, da gibt es hier so ein übelstes Duell, wer kann besser dance, aber singen so. Oder wer kann besser tanzen hier? So Dancing Queen Style, keine Ahnung.
Ja, wollen wir lieber nicht sehen. Aber ich so der Tänzer. Naja, ich bin mehr der Typ an der Bar, der die ganzen Ladies aufschneiden. Ja, ja, ja. Der Typ, der sich an der Bar besäuft, weil er keine Ab. Nein! So. So. fast 500 Meter gedriftet. Jetzt sind es schon 550 Meter und jetzt sind es gleich 600 Meter. Wir sind 650 Meter mittlerweile schon gedriftet. Das gleich sind 700 Meter, die wir gedriftet sind. Und das ist ein schönes Lied. Ich sehe hier gleich aus. Ja, ich kann's ja, ich kann das auch rappen. 900 Meter bin ich schon gedriftet. Jetzt sind es gleich 950. Und 950 nach 950 auf die 1000. Da kann ich rappen. Kannst doch growlen. Nee, lass mal. Das lass ich lieber. Das möchte keiner mit anhören. Okay, Entschuldigung. Meine Live-Performance gerade mitgekriegt. Meine Live-Performance gerade mitgekriegt. Ah ja, okay. Dann lass ich mal labern hier alleine. Okay. Und wir driften noch, wie viel müssen wir? Also reicht das schon? 4,5. Ach, 4,5. Ich dachte 1,5 oder so. Alter, wie lange dauert denn das? Also, es wird wirklich eine Folge, wo wir nur driften werden. Falls das langweilig ist, ja. Ja, überspringt die Folge einfach. Und vielleicht werde ich einen Button einbauen. Mal gucken. Ich werde vielleicht auch noch so viel Scheiße erzählen, dass ich einfach, ja, egal. Was kann ich noch so erzählen? Weiß ich nicht. Es ist schönes, warmes Wetter draußen. Hier drinnen wird es auch langsam warm in dem Zimmer. Und mittlerweile wieder fast 500 Meter. Ach, scheiße, ich bin im Donut. Warum sieht das eigentlich keiner? Jetzt aber, ach, jetzt bitte wieder im Donut. So, jetzt aber im Drift. Schön. Wir driften noch viel mehr. Lalalala. Witzig auch die ganze Zeit, wie diese immer mehr Nitro dazukommt. Naja, und gut. Wenn wir jetzt so beschäftigt haben, sieht uns die Polizei nicht. Wir machen gar nichts. Wir driften nur durch die Gegend. Das ist erlaubt. Wir machen nichts. Da oben die Polizei. So. 1000 Meter sind wir ja vorhin schon. Das kann ich nicht. Das ist doch viel zu lang, das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist gar nicht, was ich erzählen soll. Ja. Und sonst so. Ich auch. Ich rede gerade mit meinem imaginären Ich, deswegen geht das. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das habe ich schon öfters mal gehört. Das glaube ich, habe ich jetzt jeden NFS mal geschrieben. Das ist immer so der Klassiker. Lieblingsauto. Lieblingsmarke, Lieblingsauto. Was wollt ihr mal unbedingt für ein Auto haben? Oh, kriegt man nur 29 Meter und dann hört es wieder auf, weil ich hier drauf fahre. Das ist auch doof. So, Drift. So, so geht's besser, so kriegen wir wenigstens noch ein bisschen mehr Meter. So. Driften. Mal sehen, wie driften klingt, wenn man es tausendmal sagt. Driften. Mann, das ist so langweilig. Das ist so unglaublich langweilig. Das ist schon. Oh mein Gott. Ja. Ich könnte wieder ein Lied ausmachen. Ich muss nur einen Rhythmus finden. Das Driften ist des Fahrers Lust. Das Driften ist des Fahrers Lust. Das Driften. Ich kann das Lied nicht weiter. Oh, scheiße. Na egal. Ja, mal so. Krieg mich doch. Okay, jetzt muss ich aber weg. Schade. So, ich bin gerade überlegt.